Neuer U21-Coach steht fest, Koman noch zu retten und 4 Spiele, 4 Knipser, 4 Tore. Moin, es ist Freitag. Morgen ist Wochenende. Mein Name ist Christoph und das sind die Daily News. Stefan Kunz ist ja nicht mehr Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft, ist in die Türkei gegangen, wird da Nationaltrainer und deshalb hat der DFB einen Nachfolger gesucht und hat diesen jetzt gefunden. Es ist die einfache, simple Lösung. Es ist nämlich Kunz Co-Trainer Antonio Di Salvo. Ist wirklich auch eine klassische DFB-Lösung, ist schon lange mit dabei. Seit 2013 beim DFB, hat an der Seite von Stefan Kunz ja auch viele Erfolge feiern können. Ist aber vorher auch noch nie Cheftrainer gewesen. Das ist jetzt seine erste Station. Er ist 42 Jahre alt und hat einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Und man kann jetzt sagen, ja, der ist vielleicht noch ein bisschen unerfahren, aber er bekommt viel Erfahrung an die Seite gestellt. Denn sein neuer Co-Trainer ist Hermann Gerland. Das Bayern-Urgestein war ja seit Sommer ohne Job unterwegs und geht jetzt eben auch zum DFB. Ich habe ja am Mittwoch schon im Q&A gesagt, ich glaube, es ist nicht das Problem aktuell beim FC Barcelona, dass man auf Platz 8 der Tabelle steht, sondern dass man zum einen sehr uninspiriert Fußball spielt und vor allem Gegner nicht schlägt, die man eigentlich schlagen müsste als Barcelona halt. Und so war es auch gestern Abend. Nur ein 0:0 Unentschieden gegen Cádiz. Und das war wirklich wieder sehr zäh, genauso wie am Wochenende gegen Granada. Und das waren zwei Teams aus dem Tabellenkeller in Spanien. Und da ist man natürlich sehr enttäuscht. Und das ja auch zu Recht, dass man diese Spiele eben nicht gewinnen konnte. 65 Minuten lang hat man trotz viel Ballbesitz kein Tor geschossen und danach war man sogar in Unterzahl. Frenkie de Jong wurde vom Platz gestellt und dann wurde es am Ende sogar noch ein bisschen zitterig, das Ganze. Also die Luft für Ronald Koeman, der eh schon in der Kritik steht, wird immer dünner. Nico hat euch gestern erzählt, dass schon über mögliche Nachfolger gesprochen wird. Dann hat er euch von dieser, ja, etwas weirden Pressekonferenz erzählt. Wie lange kann man den noch halten in Barcelona? Vielleicht gibt es jetzt am Wochenende so eine Art Endspiel. Da wartet nämlich der nächste Gegner aus dem Tabellenkeller, nämlich Levante. Aber bleiben wir eben nochmal beim FC Barcelona, denn da gibt es auch positivere Nachrichten. Die haben einen Wechsel, einen zukünftigen Wechsel bekannt gegeben. Und zwar haben sie, oder werden sie, um genau zu sein, den 17-jährigen Emre Demir von Kayserispor verpflichten. Großes türkisches Talent, wurde mit 15 der jüngste Torschütze in der Super League aller Zeiten und hat auch schon jetzt gerade mal mit 17 31 Pflichtspiele als Profi absolviert. Gilt als wirklich sehr großes Talent, technisch starker Spieler fürs offensive Mittelfeld. Natürlich wurde der auch schon der türkische Messi genannt, das ist ja ganz klar. Der wird nächsten Sommer für 2 Millionen zu Barcelona wechseln. Diese Ablösesumme kann aber auch noch durch Boni weiter ansteigen und er wird vor allem auch erstmal für die zweite Mannschaft verpflichtet. Arsenal London hat im Sommer einen neuen Torwart verpflichtet, nämlich Aaron Ramsdale, und zack, war Bernd Leno nur noch Nummer 2. Denn in der Liga hat Ramsdale gespielt. 2 Spiele, 2 Siege, kein einziges Gegentor. Und Leno durfte dann im Pokal ran. Also die Rollenverteilung ist ziemlich klar. Und klar ist scheinbar auch, dass Bernd Leno nicht mehr lange bei Arsenal bleiben wird. Eurosport in England berichtet jetzt, dass die Gunners sogar direkt im Winter bereit wären, Leno ziehen zu lassen, Leno zu verkaufen. Mal sehen. Ich glaube, es gibt da schon einige Vereine, die an Leno Interesse hätten. Man muss ihn sich aber auch leisten können, ist 29 Jahre alt, hat noch Vertrag bis 2023, aber diese Degradierung war natürlich jetzt auch nicht gerade wertsteigernd. Der FC Bayern München setzt in diesen Zeiten auf Konstanz und hat mit den nächsten Spielern Verträge verlängert. Das ist jetzt mal nicht ganz so namhaft wie bei Kimmich oder Goretzka, sondern es sind 2 Nachwuchsspieler, die neue Verträge bekommen haben. Zum einen Torwart Christian Früchtel, der verlängert bis 2023, da wäre der Vertrag im kommenden Sommer ausgelaufen. Und Malik Tillmann, der hat seinen Vertrag auch um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert. Sportvorstand Hasan Salihamidžić sagt dazu, wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung von Christian Früchtel und Malik Tillmann. Beide sind als junge Talente zu uns gekommen und ausgezeichnete Beispiele für unsere Nachwuchsarbeit. Sie haben alle Voraussetzungen, um ihren Weg zu machen. Wir werden an ihnen noch viel Freude haben. Und wir haben noch viel Freude mit der Aktion von OneFootballs Partner Betway, nämlich 4 Knipser. Ihr habt jeden Bundesligaspieltag die Chance auf 100.000 Euro. Ihr müsst einfach dafür nur in 4 vorgegebenen Spielen die ersten 4 Torschützen richtig tippen, richtig vorhersagen. Und Nico, Niklas und ich, wir versuchen das auch jedes Mal wieder, bisher mit mäßigem Erfolg. Aber ihr könnt euch hier mal ein bisschen Inspiration holen. Diese Woche haben wir wirklich kaum Übereinstimmung. Also die einzige gibt's bei Frankfurt-Köln, nämlich Lammers. Ich wiederum sage, Köln trifft zuerst mit Uth. Und ich meine, ansonsten, guckt es euch an.
wie gesagt, kaum Übereinstimmungen. In den anderen drei Spielen haben wir jeweils drei unterschiedliche Namen. Und ich kann mir vorstellen, am Ende haben wir vier richtig. Jeder vielleicht einen oder so ähnlich. Um mitmachen zu können, müsst ihr 18 Jahre alt sein und in Deutschland leben. Alle weiteren Infos und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war's für heute von den Daily News. Ich wünsche euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende. Geht wählen, bleibt gesund, macht's gut. Ciao.